Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Odyssey. Ihr seht hier gerade rechts schon die Einblendung. Geschieht sie nicht gleich. Cool. Ich habe... Ja, hier sieht man Sonderangebot. 50% Rabatt auf ausgewählte Gegenstände. Gerade gab es 60% Rabatt auf den Season Pass, den ich mir geholt habe. Noch etwas. Steuerung. Anpassen. Höchstleistungsangriff hoch und F. Was soll sich das überschneiden? Muss ich mir mal angucken. Was ist nur normale Steuerung? Adler beschleunigen. Ansonsten ist nichts auf Steuerung, oder? Kampf. Zielen. Und schießen. Ja. Denn meine Maus ist wieder repariert. Ich habe meine Maus, das persische Überreste. Wo? Oh Gott, was habe ich denn hier oben jetzt alles? Quests. Rätsel mit Narrenkappe ist, glaube ich, aus, aus dem Season Pass. Gejagt. Da, Vermächtniskapitel, genau. Inventar. Was habe ich hier Neues? Waffen. Ah ja, hier Atlantis-Waffen. Die ich zerlegen kann. Nein, das werde ich nicht tun. Söldnerhandschuhe. Söldnergürtel. Söldner Brustplatte. Wird ja mal schlechter hier. Schwerer Athener Beinschienen. Schlangenbogen. Schnellfeuer. Meins. Was ist das? Todesschleier. Nee, das ist doof. Okay. Quests. Welche habe ich gerade eigentlich aktiv? Herodot wusste so. Auf der Insel Andros. Wo ist die denn? Da unten. Warum bin ich hier oben mit meinem Schiff? Okay. Dann würde ich aber ganz gerne erstmal hier die Quest machen. Ich bin schon wieder hart verwirrt. Ich merke, Odyssey ist nicht unbedingt schlecht, aber... wird definitiv nicht mein Lieblings-Assassin's Creed.
So, dann wird die hier erstmal abgewählt. Dann gehen wir da runter zu der Quest. Wir brechen schon die FPS ein. Ah, jetzt sieht's wieder normal aus. Okay. Wer bist du? Gib den Weg frei, ihr alle! Ja! Da werde ich gerade angerufen. Einen Moment. So, mein kurzes Gespräch hat sich dann doch ein wenig in der Länge gezogen, dass ich das Spiel beenden musste erstmal. Siehst du hier die Quest, die wollte ich ja kurz abwählen. Damit ich hier vor Ort die eine Quest da machen kann. Genau, und ich hatte auch so eklige FPS-Einbrüche. Fällt mir gerade ein. Ach, das hatte ich doch neulich schon, wie habe ich nie behoben gekriegt. Dass ich das Spiel neu starten muss, hatte ich nicht gelesen. Ne, das ist das falsche Fenster. Ich wollte einen Taskmanager öffnen fürs Leistungsfenster. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht doch meine 2060 ausbaue. Kann ich ja erzählen, während ich hier warte, dass das Spiel wieder startet. Finde ich auch schön. Ich habe jetzt zwar Anzeige links, aber rechts noch nicht. Wehe, OBS spinnt mir jetzt schon wieder rum. Das hatte ich schon ein paar Mal bei Assassin's Creed. Dass OBS mir rumgesponnen hat. Wenn ich irgendwie raustappen musste oder das Fenster minimieren oder irgendwas. Ah, da haben wir Bild. Ja, aber ich bin doch überlegen, ob ich meine 2060 ausbaue, weil in meinem PC wird es furchtbar heiß. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich da so wenig Platz drin habe, dass meine 3060 heiß wird, dass ich dadurch eventuell sogar Leistungseinbußen habe, die den Leistungsgewinn durch die neue Grafikkarte eventuell beschneiden. Deswegen, ich werde die Folge hier jetzt durchziehen. Gucke nun wieder mal nach rechts, was mir OBS an FPS anzeigt. Und, probiere dann nachher vielleicht mal aus, die 2060 auszubauen. Das dürfte jetzt auch kein großer Akt werden eigentlich, weil das ließe sich eigentlich recht entspannt ausbauen. Da muss ich nur das Panel öffnen und kann die easy rausklicken. Gut, muss er abschrauben und dann kann ich sie easy rausklicken. Da kann ich auch die Halterung für die 3060 einbauen. Huch. Ich hab nichts gedrückt. Ja, also ich bin trotzdem noch bei 59 FPS. So. Nein, falsch. So, haben wir es dann. Los. Ja, ich werde mich jetzt hauptsächlich den goldenen Quests widmen. Weil ich denke, dass so eine Quest noch am ehesten irgendwo eine Story beinhalten und das der weiße Plunder ist wahrscheinlich alles Nebenquest-Scheiße. Also richtig belanglose Nebenquest-Scheiße.
dass du die einfach Quest sein lassen kannst. Weil ich brauche hier irgendwo einen Fahrplan im Spiel. Das fehlt mir halt leider komplett. Also so komforttechnisch finde ich Odyssey schlecht im Vergleich zu Origins. Origins hat an manchen Stellen doch deutlich mehr Komfort. Den ich hier einfach ein bisschen vermisse. Tut es sehr weh oder nur ein bisschen? Tut es irgendwann nicht mehr weh? Ich sag dir was, du musst ihn verjagen. Brüll wie ein Löwe, dann läuft er davon. Ja, fast. Gut gemacht. Und jetzt ab nach Hause. Du musst ein Heiler sein. Ja, ich bin Lykaon. Du musst eine Söldnerin sein. Brauchst du eine Behandlung? Nein, aber du vielleicht. Kommt drauf an. Muss ich auch für dich brüllen? Manchmal ist Hoffnung die beste Arznei, die ich meinen Patienten geben kann. Und du brauchst also keine Hilfe? Ich bin gesund wie ein Pferd. Du siehst stark und unerschütterlich aus. Meine Patienten brauchen Alraunenblätter. Ich weiß, dass einige bei einem kleinen Fluss südöstlich von hier wachsen. Du selbst bist zu beschäftigt? Wohl eher zu lecker. Am Fluss treibt sich ein Rudel Wölfe herum. Ich würde dich großzügig dafür bezahlen. Du weißt, wie man mit Söldnern reden muss. Ist das alles, was du brauchst? Alraunen? Fürs Erste. Bring sie zu mir und ich bereite sie für meine Patienten vor. Dann sehen wir weiter. Ich bringe dir die Blätter. Sagtest du südöstlich von hier? Ja, bei einem kleinen Fluss nordöstlich von Kira. Die Pflanzen blühen noch nicht, aber die Blätter sind auffällig grau-grün. Vielen Dank. Sind deine Patienten wohl versteinert? Ein Heiler wird geheilt. Okay, meine Steuerung hat es wenigstens übernommen, das ist gut. Ich habe beim letzten Versuch aufzunehmen doch recht abrupt beendet. Also nicht gespeichert. Lykaon sagte, die Pflanzen wachsen bei einem kleinen Fluss. Das könnte er sein. Zack, erledigt. War ich dir schon? Anscheinend. Ah nee, du warst es, genau. Gott, wo interagieren? Hier war doch irgendwo interagieren. Das sind die Pflanzen, die Lykaon braucht. Da. Wie viele brauche ich? 5. Alles klar. Okay, hier oben wird wahrscheinlich zu weit oben sein. Das sollten genügend Alraunen sein. Zeit, zu dem Heiler zurückzukehren. Okay, ist hier noch ein interessanter Ort in der Nähe? Ein Wolfsbau oder so? Nö. Kann er nicht hin zurückporten, oder? Finde ich so doof. Hauptort von Delphi. Ich hing da gerade an dem Wort von, weil ich dachte, da steht vor Delphi. Anyway, weißt du, warum kann man da keinen Schnellreisepunkt hinparken? Muss man das so unnötig kompliziert machen? Hier die Herme, die könnte doch einfach ein Schnellreisepunkt sein.
Hier, ich habe deine Blätter. Danke. Ich bereite sie für die Patienten zu. Könntest du so lange warten? Na klar. Ich habe die Blätter zerstoßen. Dann sind sie leichter einzunehmen. Bringst du sie zu meinen Patienten? Sag ihnen, sie sind von Lykaon. Ich dachte, ich hätte dir mehr Blätter gebracht. Ich brauchte eine doppelte Dosis für meine Großmutter. Ich gebe sie ihr bald. Gut, ich überbringe derweil den Rest. Hab Dank. Alle Patienten sind in oder nahe der Chora von Delphi. Einer ist bei den Viehgehegen im Westen. Einer baut ein Haus am nordöstlichen Rand der Ortschaft. Und einer arbeitet auf den Feldern im Süden. Komm zurück, wenn du fertig bist. Ich werde sie schon finden. Okay, dann haben wir hier gleich den ersten. Er geht nach rechts zum nächsten. Lykaon schickt dir diese Arznei. Danke. Ich kümmere mich um die Tiere und Lykaon kümmert sich um mich. Nur schade, dass sich niemand um ihn kümmert. Was meinst du? Seine Eltern starben jung. Seine Großmutter zog ihn auf, weil sie wurde unter einem schlechten Stern geboren. Ach, vergiss das. Er ist ein guter Junge. Da bin ich sicher. Boah, ich krieg grad irgendwie Fettkreislauf. Wird mit dem Wetter zusammenhängen, ist schon wieder so richtig miese Gewitterluft draußen. Ich hoffe einfach, dass es heute mal so richtig knallt. Das tut der Druck in meinem Kopf nach. Lykaon lässt dich grüßen. Ah, die versprochene Arznei. Danke. Sag mir, hat er gesund ausgesehen? Er sah nicht krank aus. Ich sehe ihn rund um die Uhr herumlaufen und vor sich hin murmeln. Er scheint besorgt zu sein. Ich sollte ihm etwas Süßes bringen, um ihn aufzumuntern. Das würde ihn bestimmt freuen. Na, was hat er selber? Lepra? Wahrscheinlich darf er deswegen die Medizin nicht abliefern. Diese Kräuter sind von Lykaon. Oh, vielen Dank. Dieser Heiler ist so aufmerksam und so hübsch. Schade, dass er beschlossen hat, nicht zu heiraten. Warum das? Er hat mir so einen Unsinn erzählt, dass er keine unschuldige Frau mit seinen Sorgen belasten will. Warum kann er nicht so ehrlich sein und zugeben, dass ich ihm nicht gefalle? Ich frage mich, warum er sowas sagt. Da oben. Als wenn Marker nicht gefunden. Ja, wobei, hätte er Lepra, dann würde er hier nicht so mit einem Dorf rumhängen. Ich habe deine Arznei abgeliefert. Anscheinend sorgen sich eine Menge Leute um dein Wohlergehen. Danke. Meine Großmutter, Praxitea. Ich muss ihr noch die letzte Arzneilieferung bringen. Begleitest du mich zu ihrem Haus? Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Wieso das denn? Ja, ich würde gern wissen, was hier vorgeht. Danke. Bitte, zum Haus meiner Großmutter geht es hier lang. Danke, dass du mitkommst. Handschuhe der Kräuter. Hast du schon viele Menschen getötet? Wieso fragst du mich das? Wenn jemand so frevlerisch ist, dass er nicht nur Menschen großes Unrecht antut, sondern auch den Göttern, hat er dann keine Strafe verdient? Was hat Praxitea getan? Sie gab falsche Prophezeiungen ab. Über Jahre hat sie alle, die sie um Rat fragten, belogen. Deine Großmutter war ein Orakel? Ja, auf dem Hügel in Delphi. Erst kürzlich gestand sie mir, dass sie nie die Götter gehört hat. Sie hat nur wiederholt, was ihr vorgesagt wurde. Eingeflüstert von Menschen mit bösen Absichten. Ganz genau. Wegen dieser Worte wurden Kriege geführt. Sie kann nicht ungestraft bleiben. Eine falsche Prophezeiung hat meine Familie zerstört. Wenn es eine von ihr war, nehme ich die Bestrafung selbst in die Hand. Hey, bleib entspannt. Letztendlich kann sie es ja nicht mehr ändern. Wenn sie die Alte umlegt, dann hat sie auch nichts gewonnen. Verschwinde von hier, Lykaon. Ich weiß, was du vorhast. Du bringst nur noch mehr Schande über die Familie. Ich will das nicht tun, Agave.
Doch bei allem, was recht ist, darf Praxitea nicht weiterleben. Es liegt nicht mehr in unserer Hand. Ein paar komische Männer kamen heute ins Dorf und suchten nach ihr. Ich führte sie her und sie nahmen sie mit. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Das kannst du nicht verstehen. Sie war eine gottlose Närrin. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Wer bist du überhaupt? Ich bin Cassandra. Auch ich litt unter einer falschen Prophezeiung. Vielleicht sogar von eurer Großmutter. Wenn wir sie nicht finden, können wir nichts davon klären. Hilf mir herauszufinden, wohin man sie brachte. Ich suche nach Hinweisen. Was hast du denn von mir erwartet? Ständig redest du vom Töten. Die Chance war da und ich nutzte sie. Aber so sollte das nicht passieren. Ich bin für sie verantwortlich, nicht du. Okay, das hat einen Twist genommen, mit dem habe ich nicht gerechnet. Gut. Ich bedanke mich dann mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.